Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute gucken wir mal wieder ein bisschen durch meine Sammlung, diese kleine schnieke Box, um genau zu sein, und reden dabei über interessante Themen. Ja, liebe Leute, es ist mal wieder soweit. Ich zeige euch mal wieder einen kleinen Teil meiner Sammlung. Speziell da in letzter Zeit wieder die Rufe laut geworden sind nach so einem 40-Minuten-Mega-Video durch die Sammlung. Speziell der liebe Max krakelt ja regelmäßig danach oder nach irgendeinem 15.000-Euro-Binder, den ich mal wieder herrichten soll. Und ja, das wird auch kommen, aber ich habe aktuell noch so viel da. Es kommt noch eine Folge Neuzugänge oder kam bereits, je nachdem in welcher Reihenfolge ich das mache, nämlich eben die vom Rising Time, aber ich denke mal, das Video wird noch davor kommen. Und dann gibt es noch ein Gastvideo vom Sammelchris und wenn es gut läuft, auch noch ein Cybernetic Revolution First Display Opening relativ bald, dann im Februar. Und ja, ich habe noch so viel da, Leute, so viel. Und da werde ich mir sowas natürlich ein bisschen aufheben, denn diese Videos sollen natürlich keine Massenware werden. Okay, ich werde das hier allerdings relativ langsam durchgehen, weil dieses Video soll eigentlich hauptsächlich ein kleines Labervideo werden. Das heißt, ich werde immer zwischen dem gerade zu besprechenden Thema und den Karten hin und her switchen, mal wieder was dazu sagen. Das heißt, ihr müsst mir gut folgen können und aufmerksam sein. Wir wollen ja beides in diesem Video abarbeiten. Wir haben ja viel, über das wir reden können. Ich will vielleicht nochmal demnächst Copper ansprechen, weil offensichtlich gibt es bei Copper Neuigkeiten, die von den großen YouTubern aktuell nicht behandelt werden. Es scheint wohl doch nicht ganz so scharf zu kommen, wie es geplant war. Ich wünschte, es gäbe da mehr und ausführlichere Videos dazu von deutschsprachigen YouTubern. Dann eben noch das Thema PSA, das ja im Raum steht. Es gibt immer noch die Frage, warum kann ich PSA nicht leiden? Und das will auch beantwortet werden irgendwann. Und heute reden wir über das wohl aktuell brennendste Thema auch für mich, und das ist dieses Yu-Gi-Oh! Sevens, diese Rush-Duelle und mein Eindruck, meine Befürchtungen und meine Hoffnungen. Und da steigen wir auch direkt mal ein. Wir fangen aber zuerst mal mit ein paar Kärtchen an. Wir haben hier wieder eine schöne Box voll mit Magnethaltern. Ja, genau so sieht's aus. Jetzt gucken wir mal, was wir hier am Stissel haben, wenn man so möchte. Und ja, richtig, da haben wir schon zwei absolute Schmuckstücke. Wir haben hier einen englischen und einen deutschen blauäugigen oder leuchtenden blauäugigen Drachen. Die sind relativ teuer, gehen so um die 500 Euro das Stück. Das letzte Mal, dass ich auf Market nachgesehen habe, gab es allerdings nur einen englischen, auch eben zu diesem Preis. Der deutsche müsste, glaube ich, noch ein bisschen weiter oben liegen. Warum zur Hölle schließt denn dieses Ding nicht richtig? Okay, das muss ich mir mal anschauen nach dem Video. Legen wir das mal beiseite. Leuchtender blauäugiger Drache aus dem Retro-Pack 2. Eine absolute Rarität, sieht man wirklich total selten. Dann haben wir hier was relativ Modernes, den Frody Generator Boss, der Schwerter. Ja, die Generator finde ich ja generell relativ cool, muss ich sagen. Ist einfach eine sehr, sehr schöne Karte, beziehungsweise sind im Allgemeinen schöne Karten. Auch Hela ist eine unglaublich coole Karte, dürfte man hier drin, glaube ich, auch noch vorfinden. Und hier haben wir natürlich einen Nachäffer. Nachäffer geht auch so über 200 Euro in etwa das Stück aus dem Retro-Pack 1. Ich erinnere mich noch da an einen sehr, sehr schönen Deal, den ich hatte. Da habe ich ihn tatsächlich für 80 Euro bekommen. War ein Tauschgeschäft, habe da ein paar relativ kaputte Karten, einen großen Stapel war das, aber Gesamtwert halt auch 80 Euro, dagegen eingetauscht. Die Person, der war der Zustand jetzt nicht so wichtig und die Nachäffer wollte sie loswerden. Und dieser Brief kam aber relativ furchtbar an, der war nämlich übersät mit Popeln. Das war richtig schlimm. Ich wollte den Brief eigentlich vor der Kamera aufmachen, auch weil dann kleiner Zettel für mich drin war, wo es drauf stand. Das kannst du nicht bringen, ja, das hätte richtig alle angeekelt und da habe ich es dann eben doch gelassen. Den Generator Boss tun wir mal zur Seite. Ich denke mal, der passt halt auch nicht ganz zum Gesamtbild. Legen wir den zweiten Blue Eyes hier auch mal unten. Bei mich triezt das jetzt. Ich will jetzt hier mal kurz wissen, was mit diesem Ding los ist.
Ja, dann machen wir weiter mit dem Dragon Master Knight. Den haben wir hier zweimal an der Zahl. Das ist tatsächlich keine deutsche oder englische, das sind italienische. Es ist so, normalerweise sammle ich keine anderssprachigen Karten außer halt OCG und englische. Aber bei der Karte habe ich halt einfach eine Ausnahme gemacht, weil es halt wirklich ein extrem seltenes Stück ist, auch als italienische Variante. Und ich persönlich musste sie einfach behalten, ich konnte sie nicht weggeben. Sie wird allerdings nicht Teil der offiziellen Ausstellung, sondern eben Teil der privaten Sammlung von mir. Dennoch in Magnethaltern, für mich persönlich. Hier haben wir dann noch eine englische. Insgesamt habe ich, glaube ich, 5 von denen, also 5 Drachenmeister, Ritter. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob die englisch oder deutsch sind. Die anderen, die habe ich schon relativ lange in den Magnethaltern drin und habe mir die auch schon eine ganze Weile nicht mehr angeguckt an der Stelle. Das sind jetzt so die letzten beiden, die ich hier habe. Die habe ich mir halt so ein bisschen gegradet, wenn man so möchte. Also das ist wirklich eine absolute Ausnahme, dass man sowas mal bei mir sieht, dass ich wirklich was in einer anderen Sprache tatsächlich auch hier habe. Ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt langsam mal ein bisschen zu dieser Yu-Gi-Oh! Sevens Thematik ein, zu dieser Rush-Duell-Thematik. Hier übrigens auch sehr schön der blauäugige Tundrache aus Spellruler, unlimitierte Variante. Da ich auch, glaube ich, schon 15 oder 18 Stück von, auch in First viele. Und zwar ist es so, ich habe mir den Trailer angeguckt, ich habe mir angeguckt, worum es geht, ich habe mich mit dem Kartendesign beschäftigt und ich muss sagen, ich finde es furchtbar. Ich finde es einfach nur furchtbar. Also das Kartendesign, das ist ja sowas von aus dem Arsch gezogen. Es tut mir leid, dass ich das so formulieren muss, Leute. Aber es ist einfach so. Wenn ich mir diese Karten angucke, ja, diese neuen Designs, da habe ich das Gefühl, ich spiele Match Attacks und nicht mehr Yu-Gi-Oh! Das hat mit Yu-Gi-Oh! Nichts mehr zu tun. Überhaupt nicht. Das ist so ein Reinfall. Das ist so mein erster Eindruck davon, von dem Kartendesign. Also ich kann mich gar nicht damit anfreunden. Das ist für mich also noch weitaus schlimmer, als es damals mit Pendel für mich war. Mit Pendel konnte ich mich ja dann früher oder später anfreunden, hat aber sehr lange gedauert. Hier kann ich allerdings predikten, dass ich mich damit niemals anfreunden werden kann. Genauso wenig wie mit diesen Field Center Karten. Mit Link-Monstern hatte ich zum Beispiel gar keine Probleme. Die konnte ich sofort so akzeptieren, wie sie waren. Und es ist halt einfach so, dass ich sagen muss, dieses Design, es ist mir dann doch auch von der Grundstruktur her zu futuristisch. Es ist nicht mehr das, was Yu-Gi-Oh! Einmal war. Es ist auch nicht mehr das, wo Yu-Gi-Oh! Eigentlich hingehen sollte. Jetzt machen wir aber mal kurz wieder bei den Karten weiter, bevor wir mal dazu kommen, was eigentlich meine Gedanken zu der Thematik sind, wo das Ganze meiner Meinung nach hinführt, warum Konami das tut, etc. Da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt schauen wir erstmal noch ein paar Karten an. Wir haben hier noch den blauäugigen Tundrachen, wie bereits gesagt, aus Spellruler. Diesmal die unlimitierte Variante. Irgendwo da drin müsste, glaube ich, noch einen First rumschwimmen, wenn mich nicht alles täuscht. Das war jetzt sozusagen die Resteverwertung. Ich glaube, ich habe insgesamt 2 oder 3 Stück von denen tatsächlich in Magnethalter reingehauen. Das hier sind nämlich tatsächlich auch die Karten, die ich jetzt in der letzten Ladung reingehauen habe. Die sind gar nicht mal so lange in diesen Magnethaltern. Ich glaube erst eine Woche oder so. Und die anderen blauäugigen Tundrachen hatte ich schon alle drin. Deswegen habe ich die jetzt auch noch mit reingeklatscht, damit sie halt weg sind auf gut Deutsch. Ja, dann haben wir die die Elfenzwillinge in Ultimate Rare. Auch eine sehr coole Karte im einem der ältesten Layouts, die es gibt, natürlich hier unzensiert mit den großen Brüsten. Ist, glaube ich, bei uns nicht so auf den Markt gekommen. Ultimate Rare aus BC. Super, super cool. Auch relativ selten die Karte, aber nicht sonderlich teuer. Ich glaube, was habe ich gezahlt? 3-4 Euro vielleicht. Mehr war das nicht gewesen. Ich würde sagen, rauslegen tun wir tatsächlich nur die ganzen Retro-Pack-Karten, denn da sind hier die ganzen Reste mit drin. Denn die Retro-Pack-Karten gehören tatsächlich zu den Karten, die ich hier damals als allererstes in diese Magnethalter gestopft habe, weil die halt teilweise wirklich sehr, sehr wertvoll sind. Und das sind so die ganzen Überbleibsel, die ganzen Reste, wo ich halt keine Neuner mehr voll bekommen habe.
Schauen wir mal weiter. Genau, dann haben wir eine maskierte Bestien. Ultimate Rare aus Spell of Mask hieß das Set, glaube ich. SM war eine OCG oder ein OCG-exklusives Set. Da kam sie dann nochmal in Prismatic Secret Rare raus und in Ultimate Rare macht sie natürlich eine ganze Menge her. Ja, dann haben wir einen Beskull Dragon First aus Metal Raiders. Also wäre der PSA gegradet, wäre das wahrscheinlich eine 10. Der ist halt wirklich perfekt vom Zustand her. Der ist auch sehr, sehr gut gecentert. Okay, die First Edition Schrift ist vielleicht ein bisschen weit unten. Ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob das so normal war bei den Englischen, aber hier ist es auf jeden Fall so. Und ja, ist aber an und für sich eine sehr, sehr seltene Karte hier in dem Zustand und auch als erste Auflage, um mal den Bestand so ein bisschen abzustecken. Den gibt es ja auch aus BPT in Secret Rare und in Ultimate Rare gibt es den auch. In Ultimate Rare habe ich ihn tatsächlich auch schon 9-mal aus Japan, also auch nicht gerade günstig. Mit ungefähr 50 Euro das Stück aktuell. Die Secret Rare habe ich noch gar nicht so oft, 3 oder 4 Mal. Und den Beskull Dragon, was im Original sieht, den habe ich tatsächlich mittlerweile schon 16 oder 17 Mal. Davon in etwa 9 Mal als erste Auflage. Das ist die letzte First, die nicht in einem Magnethalter ist. Und der Rest sind unlimitierte Varianten. Und dann haben wir hier noch was ganz Modernes, nämlich Gefahr Ogopogo. Die Gefahrmonster sind ja ohnehin relativ schön anzusehen. Ich mag sie ganz, ganz gern. Und Ogopogo ist tatsächlich ein, ich sag mal, sehr dunkler Geselle. Dem Fisch dieser Seeschlange, wie auch immer, dem will ich jetzt nicht unbedingt beim Angeln begegnen. Und wenn man sich hier mal diese Leute unten anschaut, dann sieht man auch direkt, woher der Wind pfeift. Also das ist wirklich ein Riesenvieh. Und ich muss sagen, diese ganze Idee dahinter, dieser ganze Gedanke gefällt mir doch sehr gut. Und auch eben die Artwork-technische Umsetzung des Ganzen. So, ja, jetzt kommen wir mal, machen wir mal ein bisschen weiter mit meinen Gedanken zur Thematik. Was denke ich mir denn dabei? Also zunächst einmal, ich habe mir den Trailer angesehen. Zuerst bei der ersten Sequenz war ich positiv beeindruckt oder ja, sag mal, ich war einfach positiv angetan, denn endlich sehen Dual Discs wieder aus wie Dual Discs und nicht wie irgendeine Plattform aus Energie, die aus irgendeiner Art Armband geschossen kommt. Ja, als das Ganze dann auf einmal sich so zu dieser 7 verändert hat mit den 3 Feldern, da war es auch schon wieder dahin mit meiner Euphorie und dann habe ich auch schon die ersten, ich sag mal, Kartendesigns gesehen. Die Monster, die man dort gesehen hat, die man jetzt noch nicht so kannte, fand ich jetzt nicht so schlimm, also die Artworks gehen voll, aber das Design war furchtbar. Da habe ich mich wirklich dran aufgehängt und jetzt, um den Gedanken aufzugreifen, was ich befürchte. Meine Befürchtung ist, dass diese Art des Spiels, dieses Format, das normale Yu-Gi-Oh! Quasi ersetzen soll. Ich weiß, wirklich 99% aller Leute, die ich gefragt habe, und ich habe viele gefragt, das ist nämlich immer meine Reaktion, wenn ich vor irgendwas Panik habe, ich frage 1000 Leute 1000 Mal, bis sie so entnervt von mir sind, dass sie mich wahrscheinlich blockieren. Und zwar, die haben alle gesagt, das ist nur ein Nebenformat, genauso wie halt eben Speed Duels. Aber mein Gedanke dabei ist, Speed Duels basiert auf einem Spiel. Ja, das heißt, das Spiel war erfolgreich und deswegen hat sich Konami gedacht, holen wir das Ganze in die Realität. Hier ist es so, dass tatsächlich der Anime, und das ist auch der Punkt, wo ich mit argumentiere, dass ich das befürchte, hier wird nämlich der Anime rangezogen. Das heißt, der Anime bewirbt dieses Spiel. Und wir haben ja pro ich sag mal, pro Serie haben wir so 12 Hauptsets normalerweise, ja. Und die lehnen immer so ein bisschen am Anime an, ja. Also die Anime und die Hauptsets gehen immer so ein bisschen Hand in Hand. Wir sehen im Anime coole Monster und zu den nächsten Hauptsets erscheinen die dann meistens. Und meine Befürchtung ist, da der Haupt- oder dieser Anime, der jetzt dann eben kommt, sich hauptsächlich eben um diese Rush-Duelle offensichtlich drehen wird, dass wir in diesen Hauptsets auch Rush-Duell-Hauptsets bekommen. Das heißt, selbst wenn das nur ein, ich sag mal, ein Nebenformat wäre, dass uns das die Hauptsets wegklaut. Oder noch schlimmer, dass sie in Hauptsets einfach Rush-Karten mit einbauen, dass wir halt normale Hauptsets kriegen, wo eben hier solche Karten dabei sind und eben auch diese Rush-Duell-Karten. Ich,
das wäre nicht meine Welt. Ich persönlich fände das furchtbar. Natürlich ist das bestimmt schön für die Leute, die auf so Full-Art-mäßiges stehen, weil das Bild ja wesentlich größer ist. Ich persönlich könnte mit Full-Art zum Beispiel gar nichts anfangen. Auch ein Grund, warum ich diese Field-Center nicht mag. Und das wäre furchtbar. Und das ist eben so meine Befürchtung. Dazu kommt, dass es halt immer nur Spekulation ist. Es gibt meines Wissens nach aktuell keine offizielle Bestätigung dafür, dass es sich bei Rush-Duellen nur um ein Nebenformat handelt. Es wird beschrieben, was es ist, worum es geht, wie es funktioniert, alles okay. Aber es wird nicht klar gesagt, ja, das ist nur ein Nebenformat, das wird zusätzlich eingeführt zu unserem normalen Yu-Gi-Oh!, denn damit könnte ich leben. Jetzt machen wir mal kurz mit den Karten weiter. Wir haben jetzt den Black Rose Dragon Ultimate Rare. Davon habe ich auch mittlerweile einen Riesenberg. Also die Ultimates habe ich 20 Stück locker, mindestens. Also wirklich mindestens. Hier haben wir jetzt zwei unlimitierte Exemplare. Ich glaube, ich habe insgesamt 4 Stück in diesen Magnethalter reingehauen. Letzte Woche, davon war eine First und 3 Stück unlimitiert. Ja, ist halt eine absolut ikonische Karte. Das ist so eine Karte, wo halt wirklich Kultstatus auch mit hinter ist. Der Black Rose Dragon ist sozusagen das Flaggschiff von 5Ds, inklusive dem Sternenstaubdrachen und so weiter und so fort. Und dementsprechend auch sehr begehrt bei Sammlern. Dann haben wir hier diesen Skulldread, Seiruria, wie auch immer der heißen mag, aus Extreme Force. In Ultimate Rare, der geht tatsächlich ein bisschen was, der geht so um die 15 Euro, zumindest damals, als ich den gekauft habe. Und ich habe den tatsächlich beim günstigsten Anbieter für OCG-Karten in Deutschland gekauft, den ich kenne, und das war der liebe Yannick. Ich glaube, der lag so um die 15 Euro vom Preis her, vielleicht waren es auch 12 oder 13, aber es ging auf jeden Fall stark in die Richtung. Und das ist halt mal wieder ein Beispiel dafür, was Konami alles richtig machen kann. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, das Artwork. Sieht auch wirklich oldschool aus. Und holen wir das Ding mal so ein bisschen näher ran, schaut euch das mal an. Das ist doch schön, so muss das sein. Richtig, richtig schön böse. Okay, über das Gesicht kann man sich jetzt streiten, so über den Kopf, ob man den Marco noch nicht mehr gefällt. Es gibt allerdings auch viele, die den so ein bisschen kritisiert haben und von denen ich gehört habe, dass sie der Meinung sind, dass er einfach nicht zum Rest des Körpers passt. Aber mir gefällt die Karte sehr, sehr cool auf jeden Fall. Will ich mich gar nicht beschweren, das wäre Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Machen wir mal weiter mit der nächsten modernen Karte, nämlich dem topologischen Trish Banner aus Flames of Destruction. Auch eine unlimitierte Variante an der Stelle. Ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich bei modernen Karten auch eher über die Unlimitierten als über die First, denn ich habe das Gefühl, dass zumindest wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass es sich dabei um recht moderne Karten handelt, es schwieriger ist, die unlimitierten Karten aus dem Originalset zu bekommen, also aus den Special Editions, wie eben die Erstauflagen, weil die tun sich jetzt da noch nichts weg, was ihre Seltenheit angeht, und die meisten bevorzugen dann natürlich die Erstauflagen. Und ich persönlich vermute mal, dass das früher oder später in diese Richtung gehen wird, dass in 20 Jahren die Karten, die heute modern sind, als unlimitierte Varianten beinahe noch mehr wert sein werden als die Erstauflagen. Das war früher ja umgekehrt. Ist allerdings nur so eine kleine Vermutung von mir, da kann ich mich auch täuschen. Ja, dann haben wir hier den Black Rose in Ultimate Rare eben als Erstauflage, und dann haben wir hier nochmal einen unlimitierten. Ein paar Ghost Rares habe ich, glaube ich, auch noch von dem gegradet. Kommen wir jetzt nochmal zurück zum Thema, bevor wir hier weitermachen. Was sind meine Hoffnungen für Yu-Gi-Oh! 7th? Zum einen nochmal einen positiven Aspekt, den ich ansprechen möchte. Ja, es wurde gesagt, dass diese ganzen Charaktere jetzt aussehen wie Beyblade-Charaktere. Da kann ich nicht viel zu sagen, weil Beyblade habe ich nie geguckt. Ich hatte ein paar Beyblades zu Hause damals als Kind, waren schweineteuer und hat mich aber nicht lange interessiert. Das war eine kurze Phase. Hab die dann irgendwann an einen Kumpel verschenkt. Aber was ich positiv anmerken muss, ist, sie sind nicht mehr so strange, was ihre Frisuren angeht. Das freut mich, dass da mal wieder ein bisschen Normalität eingekehrt ist, weil die Frisuren der Hauptcharaktere so ab Sechsel, die sahen so ein bisschen aus, als dienten sie dazu, Weißkopfadlern bei ihrer Brut behilflich zu sein, als Nest zum Beispiel. Und als sehr buntes Nest wohlgemerkt. Und ich weiß nicht, also das ist mir natürlich noch positiv aufgefallen. Was ist jetzt meine Hoffnung?
Ich habe über tatsächlich nur eine Person bisher mitbekommen, aber die ist sehr kundig, sage ich mal. In meinen Augen auch jemand, dem ich was glaube, wenn er was sagt, dass er wohl mitbekommen hätte, dass dieses Yu-Gi-Oh! Rush-Duell, wenn es mal zu Turnieren kommt und tatsächlich auch bei uns im Game angekommen ist, nur für Kinder sein soll. Das heißt, diese Turniere sind auch nur für Kinder erlaubt, da haben Erwachsene gar keinen Zutritt. Und das hat in mir so einen kleinen Gedanken ausgelöst, eine mögliche Hypothese, sage ich mal, was der Gedanke daran ist. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass Yu-Gi-Oh! Immer in den letzten paar Jahren so ein bisschen gestruggelt hat, eben zwischen so bösen Artworks, wie es zum Beispiel den Skaldred und eben diesen ganzen Künstlerkumpel-Gedöns, weil sie auch familienfreundlich sein wollen und Kinder ansprechen möchten. Und dass Konami vielleicht mitbekommen hat, dass es halt zwei Märkte gibt. Es gibt einmal den Erwachsenenmarkt, der nicht zu unterschätzen ist, und es gibt halt einmal den Markt der Kinder, die man vielleicht mit solchen überbösen Artworks gar nicht anspricht. Und dass sie deshalb vielleicht versuchen, jetzt über diese Rush-Duelle und auch vielleicht über dieses etwas kindlichere Design der Karten diesen Markt abdecken wollen und diese Kinder vielleicht so ein bisschen aus dem normalen Yu-Gi-Oh! Outsourcen wollen, hin zu einem eigenen Nebenformat, hin zu einem eigenen Spiel sozusagen. Und dann vielleicht in den Mainsets wieder zurückkommen werden zu dem, was es mal war, nämlich zu böseren, erwachseneren und ernstzunehmenderen Artworks. Und vielleicht auch einfach, wenn man sich mal die Regeln anschaut von diesem Yu-Gi-Oh! Rush-Duels, die erscheinen mir relativ simpel und eigentlich regelfrei fast schon, was eben Kinder dann auch vermutlich wesentlich eher anspricht als diese komplexen Regeln des Yu-Gi-Oh!-Spiels, die nicht einmal ich wirklich geistig umschließe, sage ich mal, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich mich aufgrund von absolutem Desinteresse am Spiel selbst nicht wirklich damit beschäftige. So, das ist vielleicht das Positive, was ich da rein interpretiere, aber ich denke mal, wenn wir mal realistisch sind, wird das wahrscheinlich auch nicht der Grund sein und das Spiel wird sich wahrscheinlich auch nicht dahin entwickeln. Das ist halt Wunschdenken meinerseits. Jetzt machen wir aber hier erstmal weiter. Wir haben hier die Cosmo Queen, meine letzten beiden Cosmo Queens wohlgemerkt, aus dem McDonald's Pack 1, auch absolute Raritäten, sehr, sehr selten, habe ich Gott sei Dank zu einem günstigen Zeitpunkt eingekauft, für 5 Euro das Stück, und da habe ich wirklich Tonnen eingekauft. Ich glaube, ich habe da 30, 40 Stück von denen, und ohne Untertreibung jetzt, und ursprünglich war es ja so, dass ich immer nur 9 Exemplare von jeder Karte gesammelt habe. Seit einer Weile sage ich, ich sammle so viele, wie ich will. Wenn ich mehr als 9 haben möchte, also 9 ist wirklich das Minimum, aber wenn ich mehr als 9 haben will, dann sammle ich auch mehr als 9. Einfach, weil es mir so schwer fällt, mich von manchen Karten auch zu trennen dann. Und ursprünglich hatte ich halt geplant, zu warten, bis diese Karten hier steigen, was ja auch passiert ist. War ja klar, jeder Mensch, der gerne beide Hälften seines Gehirns benutzt, der weiß, dass diese Karten früher oder später steigen. Und jetzt wäre eigentlich der optimale Zeitpunkt, um bis auf 9 Stück alle abzustoßen. Da habe ich mich aber dagegen entschieden. Die sind jetzt tatsächlich alle in Magnethaltern, und da wird es wahrscheinlich vielleicht auch mal einen schönen Instagram-Post geben, wo ich alle 40 Stück mal schön abfotografiere, und das war wieder das Stichwort. Instagram habe ich neu überarbeitet, das sind jetzt 11 Beiträge in etwa drauf, immer ein Videoclip, so ein Beauty-Shot mit einem Foto, das dann in einem Extra-Post zu sehen ist, für die, die die Videos nicht so mögen. Schaut euch das mal an, wenn es euch gefällt, lasst mir ein Abo da, also folgt mir. Wir sind jetzt nahe der 300, ich glaube 291 Leute haben wir aktuell. Wäre cool, wenn wir vielleicht im Zuge dieses Videos die 300 schon knacken werden, wenn wir nicht im vorherigen Video schon die 300 knacken. Da habe ich mir auch ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Okay, auf jeden Fall zweimal die Cosmo Queen. Dann haben wir hier, den drehen wir gleich mal um da hinten. Dann haben wir hier den erdgebundenen und sterblichen Chacharuya, oder wie er heißt. Die waren ja abgesehen von diesen, ich sag mal, 5 göttlichen Drachen auch sehr populär in der 5Ds-Zeit. Ich muss im Allgemeinen sagen, dass 5Ds wohl, also abgesehen von der Duel Monsters-Ära, die Zeit ist, wo die meisten ikonischen Karten rausgekommen sind, die auch heute noch bei Sammlern sehr beliebt sind, und dazu gehören auch diese ganzen erdgebundenen. Wenn man sich mal anguckt, dieser Wal zum Beispiel aus der Tinbox, das war eine Promo, der geht über 30 Euro, Leute, über 30, ich glaube 35 bis 40 Euro. Die Ultimate Rares, da will ich gar nicht von anfangen, und sogar die Super Rare Version aus der Legendary Collection, die gehen zwischen 2,50 und 6 Euro das Stück. Das heißt was, Leute, das heißt was. Nicht mal aus der Yu-Gi-Oh! GX Special Edition, sage ich schon, Legendary Collection, also aus der Legendary Collection 2, gibt es so viele Karten, die auch nur annähernd diesen Wert haben. Da gibt es, glaube ich, die teuerste Karte, kostet da, glaube ich, 12 Euro. Und das ist halt schon wirklich
wirklich heftig. Also diese Karten haben es tatsächlich geschafft, in den Herzen von Sammlern und Nostalgiefreunden ihren Platz sich zu bahnen, wo vor einigen Jahren Leute gesagt haben, 5Ds ist nicht oldschool und wird nie oldschool sein. Doch ist es mittlerweile. Und das scheinen auch viele Sammler so zu empfinden. Dann haben wir den Geist des Pharao. Der hat tatsächlich hier keine Beschädigung. Das Weiße, seht ihr das? Da fehlt ein bisschen Farbe. Ich bin noch unschlüssig, ob ich die dennoch in der Sammlung behalten möchte, weil die ansonsten absolut niemand ist. Die ist hier jetzt aus Dark Revelation 2 an der Stelle. Aber den, wie wir ja alle wissen, der ist nicht selten. Den habe ich wirklich tonnenweise. Den habe ich sogar, wie die Cosmo Queen auch, so 40 Mal oder so. Und ich glaube sogar hauptsächlich in First. Also ich habe relativ wenige von der, die halt nicht First ist. Der hier kann ja nicht First sein. Der kommt aus Dark Revelation ursprünglich. Kam der aus Ancient Sanctuary. Und ja, also brutal. Das ist halt das, wo ich gerne wieder hin möchte. So dieses Ägyptische, dieses Antike. Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und deshalb bin ich auch so ein Freund von den antiken Antriebsapparaten und antiken Antriebsgolems und antiken Antriebsreaktordrachen und wie sie alle heißen. Auf jeden Fall mega cool hier, Geist des Pharao. Der wird uns hier allerdings noch ein bisschen öfter begegnen. Wir haben ihn hier gleich nochmal. Ich glaube, hier ist er jetzt aus Ancient Sanctuary unlimitiert. Dann haben wir ihn hier in First. Dann haben wir ihn in Englisch nochmal in First. Und dann geht es hier mit einer Retro-Pack-Karte weiter. Monster ablösen aus dem Retro-Pack 1. An der Stelle einen herzlichen Dank an den lieben Sebastian. Der hat mir den nämlich geschenkt. Einfach so. Finde ich mega, mega cool. Und was ich an dem Artwork sehr cool finde, Leute, ist, dass die Karte, die hier drauf zu sehen ist, tatsächlich im ganz alten Layout ist. Beziehungsweise im zweitältesten Layout. Wir haben hier nämlich den Effektkasten links und den Kasten mit ATK etc. Den haben wir hier rechts mit dem etwas länglicheren Bild. Gefällt mir sehr gut, dass das auf einem Artwork im TCG auch festgehalten wurde. Gefällt mir sehr gut. Ist jetzt nicht die teuerste Retro-Pack-Karte, ist allerdings auch in einem guten zweistelligen Bereich, sag ich mal. Gefällt mir persönlich aber sehr, sehr gut und das war, wie gesagt, ein Geschenk, halte ich immer schön in Ehren, weil unter all den Spenden, die ich natürlich bekomme, stechen solche Karten dennoch raus, einfach weil sie einen ganz, ganz immensen Wert auch haben. Dann machen wir weiter mit der sagenhafte Garnashia. Ja, auch die sagenhaften, die ursprünglich aus der Hidden Arsenal-Reihe stammen oder auch aus der Dual-Terminal-Reihe und eigentlich eine relativ schmale Fanbase haben, haben dennoch einige Leute, die wirklich Fans dieser Karten sind. Ich erinnere mich dann noch an eine junge Dame, die mittlerweile leider aufgehört hat, schon seit langer, langer Zeit. Der Andreas Bowitz wird die vielleicht kennen von, oh Gott, wie hieß es nochmal, Collect and Trade, genau, der hat mittlerweile auch aufgehört, aber die hat diese Sagenhaften gesammelt und ich kann es auch verstehen. Es gibt ein paar, die sehen ein bisschen doof aus, muss ich sagen, aber der hier zum Beispiel, der gefällt mir ganz, ganz gut. Ja, also das ist eine, die gefällt mir wirklich, weil der ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen strange hier, diese Augenhöhlen mit dem glühenden Punkt drinnen, das sieht halt einfach mega toll aus und ja, also das, sowas habe ich gerne in der Sammlung, die habe ich natürlich auch tonnenweise, das ist so eine absolute Bulk-Karte, also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich die erste, die ich in einem Magnethalter habe, da werden natürlich noch einige folgen, die anderen habe ich aber alle schön vorsortiert in so einem Ordner drin und das sind weit über 40, also weit über 40, den kriege ich auch regelmäßig gespendet, wenn wieder irgendjemand mir sein Bulkzeug schickt, das er nicht braucht, sind immer irgendwelche gut erhaltenen Hidden Arsenal Sachen dabei. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier nochmal Monster ablösen, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen, war glaube ich in der Sammlung dabei. Dann haben wir hier Element Sable Lapaulia Mana. Interessanterweise finde ich bei den Element Sablen ist es so, dass tatsächlich die Holos geworden sind, die finde ich gar nicht so cool wie die Commons sind. Da gibt es ja diese Mana, glaube ich. Das müsste diese sandfarbene sein mit dem Schild in der Wüste. Die hätte mir als Ultra Rare oder Super Rare sehr, sehr gut gefallen oder auch als Secret Rare, aber ist ja leider nur eine Coming geworden. Ist aber mein Lieblings-Element Saber Monster. Und da gibt es ja ihn hier, Lapaulia Mana. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch einen anderen, der ihm recht ähnlich sieht. Und die finde ich jetzt nicht so unbedingt umwerfend, sage ich mal. Von dem habe ich mittlerweile auch 6 oder 7 Stück in so einer Hülle und das ist so eine Karte, die finde ich halt vom Aussehen her so, also nicht wirklich hässlich, aber trotzdem so uncool, dass ich es nicht übers Herz bringe, 9 Slots, also 9 Magnethalter auf einmal pro Lieferung mit denen zu belegen. Genauso mit diesem Paolo oder wie er heißt, dieses Yangxing Monster oder Yingxang. Da nehme ich immer pro Ladung einen jeweils mit ins Boot und das war jetzt halt der, der hier diesmal mit dabei war. Hätte auch als Rare, glaube ich, noch besser ausgesehen als Super Rare, denn es ist nicht immer nur das Artwork, das es ausmacht, sondern es ist halt auch sehr, sehr stark die Rarität, in der sie gedruckt wurde. Hier haben wir jetzt den sagenhaften Pegasus. Seht ihr diesen Fleck hier? Das ist tatsächlich kein Staub oder so, das ist auf der Karte und da fehlt auch ein bisschen Farbe.
Der sagenhafte Pegulsus, ja, etwas seltsamer Name, hat mich jetzt einige Wutausbrüche gekostet, bis ich den tatsächlich aussprechen konnte, ist jetzt einer der sagenhaften Monster, die ich jetzt nicht so prickelnd finde, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ist jetzt nicht hässlich, aber ist es auch nicht so, nachdem mir die Finger lecke. Er ist halt da und ich habe ihn halt mitgenommen. Okay, kommen wir so zum vorletzten kleinen Stäpelchen, wenn man so möchte. Da haben wir auch eine sehr, sehr seltene Karte. Das ist hier die Cyberharp hier an der Stelle. Auch sehr, sehr teuer, auch über 200 Euro wert. Hier Deutsch aus dem Retro-Pack 1, geflügeltes Ungeheuer, sehr, sehr schön nehmend. Habe ich auch damals für 80 Euro in etwa das Stück bekommen. Von der habe ich nicht so viele, ich glaube 3 oder 4 Stück. Ja, ich hatte da nie so wirklich den Fokus drauf. Bei der habe ich es vielleicht verschwitzt, die zu einem Zeitpunkt einzukaufen, wo sie noch relativ bezahlbar war. So, jetzt machen wir das hier mal ein bisschen schön. Dann haben wir hier den Kaibermann, der kostet glaube ich auch so 60 oder 70 Euro, also der ist noch halbwegs bezahlbar. Ich denke mal, da werde ich auch im nächsten Jahr eine Einkaufsoffensive starten, was diese ganzen Retro-Pack-Secrets angeht, die noch so im zweistelligen Bereich liegen. Natürlich werde ich mir auch einige von den höherpreisigen kaufen, allerdings jetzt nicht in der Masse, die werde ich mir so peu à peu dazu kaufen. Und ja, auf jeden Fall Kaibermann in Secret Rare, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Dann haben wir hier nochmal einen leuchtenden blaugigen Drachen Deutsch aus dem Retro-Pack. Wie gesagt, das sind so die Reste und speziell von dem leuchtenden Blauäugigen, der mit zu den teuersten gehört, habe ich Gott sei Dank richtig, richtig viele, weil ich die zum richtigen Zeitpunkt eingekauft habe. Genauso wie diese MFC Dark Magician Girls in First habe ich ja, mittlerweile geht ja eine weit über 1000 Euro. Ich habe glaube ich 10 oder 12 Stück von denen in First und noch mehr in Unlimitiert. Die Unlimitierten damals für 20 das Stück bekommen, die First für 130 oder so. Und ja, also spekulieren lohnt sich manchmal. Genauso mit dem Tournament Pack 3 Nadelwurm, aber die Geschichte kennt ihr ja schon. Dann haben wir nochmal eine Cyberharp und hier nochmal einen Nachiffer und sind dann dementsprechend tatsächlich am Ende unserer kleinen Reise durch ja, diese Box hier angelangt. Das ist, wie gesagt, jetzt tatsächlich mal was relativ Neues, was ich einsortiert habe. Warum habe ich euch diese Box gezeigt? Ich will ganz ehrlich sein, weil ich zu faul war, was anderes rauszusuchen. Aber keine Sorge, da wird mal wieder etwas Neues kommen. Jetzt würden mich mal eure Gedanken zur Thematik Yu-Gi-Oh! Sevens interessieren. Seid ihr meiner Meinung, habt ihr ganz andere Gedanken dazu? Ich denke mal, das ist ein sehr kontroverses Thema, das sich schön diskutieren lässt. Vielleicht diskutiert ihr es ja schon während der Premiere hier nebendran im Chat. Oder ihr, ja, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck, wo wir dann höchstwahrscheinlich darüber diskutieren, warum ich kein PSA mag. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.